Ja, ein tolles Trio, kann man da nur sagen. Sehr geehrter Graf Lambsdorff, sehr geehrte Frau Tiede-Werner, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, liebe Eltern, Großeltern, Geschwister, liebe Gäste und Besucher. Ich freue mich sehr, dass der 18. Mendelssohn-Wettbewerb Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main für junge Streicher und Pianisten bereits zum 5. Mal in Kronberg im Taunus stattfindet und überbringe Ihnen allen und vor allen Dingen natürlich auch den Preisträgern herzliche Grüße seitens des Magistrats der Stadt Kronberg. Auch in diesem Jahr habe ich dabei als Bürgermeister unserer Stadt gerne die Schirmherrschaft übernommen und teile sie mir auch sehr gerne mit den Landräten Ulrich Krebs, Michael Ziriax, dem Bad Homburger Oberbürgermeister Alexander Hettjes und den Bürgermeistern aus Bad Soden und Oberursel Norbert Altenkamp und Hans-Georg Brum. Der Mendelssohn-Wettbewerb Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main ist ein wichtiger Bestandteil des vielfältigen kulturellen Lebens in unserer Stadt. Dabei spielt die Nachwuchsförderung gerade im Bereich der klassischen Musik eine herausgehobene Rolle. Ich nenne auch als andere Beispiele den Studiengang Kronberg Academy Masters, das Feuermann-Konservatorium und natürlich auch die Konzerte der Söllhuber-Stiftung. Der Mendelssohn-Wettbewerb Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main und das Preisträgerkonzert tragen maßgeblich zum sehr guten Ruf des Kulturstandortes Kronberg im Taunus bei, insbesondere bei der Förderung junger Musikerinnen und Musiker. Der Mendelssohn-Wettbewerb fördert junge Talente, die in der Region zu Hause sind, zur Schule gehen oder Musikunterricht erhalten. Dabei haben in diesem Jahr wieder zahlreiche Nachwuchsmusiker unterschiedlichster Nationalitäten teilgenommen, ob europäischer, nordamerikanischer oder asiatischer Herkunft, und auch die Jury, der ich ebenso ganz herzlich für ihren tollen Einsatz danke. Wir haben gehört, über 300 Teilnehmer, das ist richtig viel Arbeit, ist auch international besetzt. Und ich bin überzeugt, dass, wenn heute so viel über das Thema Integration gesprochen wird oder sie gefordert wird, dieser Wettbewerb beispielhaft für ein internationales Miteinander ist. Mein Dank gilt einmal mehr dem Veranstalter, vor allem Ihnen, lieber Nils Graf Lambsdorff, und dem gesamten Vereinsvorstand des Mendelssohn-Wettbewerbs, Frau Tiede-Werner natürlich vom Alt-König-Stift, für die Bereitstellung dieser wundervollen Räumlichkeiten und die ganz hervorragende Organisation vor Ort. Das Stift hat wieder einmal gezeigt, wie gut wir miteinander kooperieren, Stadt Kronberg und Stift, und hat auch wieder einmal gezeigt seinen Ruf als Kulturstätte in unserer Stadt. Danken möchte ich auch allen Preisstiftern, insbesondere an dieser Stelle der Lieselott und Klaus Reinberger Stiftung, deren Preis ich gerade übergeben durfte. Liebe junge Musikerinnen und Musiker, hinter euch liegen intensive Tage des Vorspiels und ihr habt großartige Leistungen erbracht. Dafür mein ganz besonderer Dank und meine Anerkennung. Wieder einmal wird deutlich, dass Musik eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung ist, die auch der Weg zu einem wunderbaren Beruf sein kann, dass Musik bildet und den Charakter festigt, dass Musik die Generationen vereint und dass Musik keine Kultur- und Sprachgrenzen kennt, sondern eine Weltsprache ist. Allen jungen Preisträgerinnen und Preisträgern überbringe ich die besten Glückwünsche des Magistrats der Stadt Kronberg, denen ich mich auch persönlich sehr gerne anschließe. Viel Erfolg und weiterhin alles Gute für euch auf eurem weiteren Weg in eure sicherlich sehr interessante und musikalische Zukunft. Allen Preisträgerkonzerten, auch denen, die jetzt noch folgen werden in den nächsten Tagen, wünsche ich ein gutes Gelingen, einen harmonischen Verlauf, und ich freue mich, dass wir heute wieder so tolle junge Musikerinnen und Musiker hören dürfen. Dankeschön. Applaus